Mein Land sind Kocher, Jagst und Tauber, bin ein Hohenloher Bauer, schäm mich nicht um fremde Herren, ziehe keine fremden Kerren. Herzlich willkommen bei Boden und Leben, dem Podcast rund um 20 Zentimeter, die die Welt ernähren. Mein Name ist Michael Reber und ich freue mich auf die heutige Folge mit dir. Mein Land sind Kocher, Jagst und Tauber, bin ein Hohenloher Bauer, scher mich nicht um fremde Herren, ziehe keine fremden Kerren. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Podcasts Boden und Leben. Wie man unschwer hören kann, sind wir heute an einem anderen Ort wie normal. Ja, das heißt, wir sind heute auf der Agritechnica in Hannover. Die DLG hatte angeboten, dass wir hier eine Podcast-Folge aufnehmen können. Und das Angebot habe ich gerne wahrgenommen. Und Podcast heißt Boden und Leben. Und wenn es um Boden geht, dann dreht sich es irgendwann auch um Technik. Deswegen dreht sich natürlich der Podcast heute auf der Agritechnica auch um Technik zur Bodenbearbeitung. Und zu Gast ist heute Hermann Bresbeim-Dieke von der Firma 4Disc, einer der Gründer der Firma, eine relativ junge Firma, die hier eine Neuheit vorstellt auf der Agritechnica, worüber wir uns unter anderem auch unterhalten würden. Hallo Hermann. Hallo Michael. Ja, wie üblich in unserem Podcast würde ich sagen, stell dich einfach kurz vor, wer bist du, was machst du, was kannst du? Und damit die Hörer ein bisschen wissen, wer hier mit am Mikro sitzt. Ja, mein Name ist Hermann Bresbeim-Dieke. Das ist so ein, naja, hört sich schon ein bisschen holländisch an. Holland ist auch nicht so weit. Ich komme aus Gütersloh. Das ist, unweit von der Klaas-Mähdrescher Fabrik und da, wo Miele Waschmaschinen gebaut werden. Also auf dem flachen Land im Herzen Westfalens. Ich bin Sohn einer Landwirtsfamilie. Wir haben so einen kleinen Hof zu Hause, den meine Eltern immer in Vollerwerb betrieben haben. Deshalb hatte ich so ein bisschen mit Landwirtschaft zu tun. Hab dann aber doch irgendwie diese Metallverarbeitung spannender gefunden und bin dann irgendwann mit der Landtechnik wieder zurück zur Landwirtschaft gekommen. Hab den Hof auch mal ein bisschen weitergeführt nach dem Tod meines Vaters. Hab den aber dann dran gegeben und habe mich mit Photovoltaik beschäftigt und mit Landtechnik. Ich habe in verschiedenen Firmen gearbeitet, auch mal bei Klaas. Ganz lange für einen ostwestfälischen Bodenbearbeitungshersteller und vor ungefähr 10 Jahren dachte ich, ich müsste jetzt mal eine kleine Auszeit haben, habe ich mal ein bisschen Entwicklungshilfe gemacht, war mal in Asien, in Philippinen, habe ich mal eine Schule gebaut, aber auch in anderen Ländern mal ein bisschen unterstützend war ich tätig, jetzt so in den letzten 10 Jahren, also relativ kunterbunt und habe dann vor ein paar Jahren mit einem befreundeten Landwirt eine Firma gegründet. Der befreundete Landwirt ist Erdbeerbauer. Wir haben dann, ist auf der Hand liegt, Spezialmaschinen für die Erdbeerproduktion gebaut. Das ist erstmal so im Groben. Ja, ja. Also du bist beruflich in der Konstruktion zu Hause? Genau, oder? Mein Steckenpferd ist also Metallverarbeitung. Ursprünglich habe ich auch meine Lehre gemacht als Werkzeugmacher. Habe dann Landtechnik studiert in Köln und war immer konstruktiv tätig. Also auch bei Klaas und in anderen Firmen. Habe immer irgendwelche Dinge gezeichnet. Also das ist ja so die Sprache des Technikers, ist ja die Zeichnung. Ja. Die braucht man nicht übersetzen. Es sei denn, man hat mit Engländern oder Amerikanern zu tun, dann gibt es Zoll. Und in Asien ist auch Zoll sehr verbreitet. Aber ansonsten ist der Millimeter, da kommt man schon sehr weit. Ja. Und wie habt ihr zusammengefunden, du und Friedrich Mertin, ist der andere Gründer? Ja, wir haben einen gemeinsamen Bekannten und Friedrich Mertin hatte einen Sturmschaden an seinen Folientunnel. So Folientunneln bestehen ja aus etwas größeren Wasserleitungsrohren. Die werden gebogen, dann wird eine Folie drüber gezogen. Und wenn man die von Nord nach Süd baut, dann macht man erstmal nicht viel falsch, weil dann die Sonne, schön die Mittagssonne, steht dann im First. Die ist nicht ganz so schlimm, aber morgens und abends werden die Früchte in dem Tunnel gut beschienen. Aber wir haben immer Westwindlage bei uns und da gab es einen schweren Sturm und dann sind die vom Westen eingedrückt worden, die Rohre. Und er wollte eine Maschine haben, die die Rohre gerade macht. Und hat dann seinen Freund gefragt, kennst du einen? Naja, sagt er, wenn, dann frage ich mal Hermann. Und so sind wir zusammengekommen, dann habe ich auch so ein kleines Ding gebaut. Er wollte aber gerne die Rohre gerade biegen, ohne den Tunnel abzubauen. Das
Ach, auch. Diesen Zahn musste ich ihm ziehen. Also er hat das einmal zerlegt, hat die alle wieder gerichtet. Und dann kam gleich die nächste Aufgabe, Unkraut. Unkrautbekämpfung in Erdbeeren. Da wurde man mit Basta, das ist ja so ein Brenner, glaube ich, ist mehr so wie, nicht wie Glyphosat, kein systemisches Mittel, ich weiß es aber gar nicht so richtig. Ja, von der Wirkung her ähnlich, aber halt anderer Wirkstoff, aber genau, bei weitem nicht so verbreitet. Und das war bei den Erdbeerbauern super gängig, dass man also alles, was neben den Erdbeeren so wächst, so Erdbeeren haben ja so eine vegetative Vermehrung, relativ stark, im Herbst bilden die also Ranken, die wurden einfach weggespritzt. Weil das kein systemisches Mittel war, hat sich das nicht so schnell verteilt, mehr so wie Reglone. Ja. Und da gab es so Spritzschirme, dass also die anderen Pflanzen nichts abbekamen. Und das war ganz einfach. Und das ist ungefähr vor 5, 6, 7 Jahren verboten worden. Und da gab es ein Riesenproblem bei den Erdbeerleuten, weil dann dieses Rankenmanagement, also die Ranken müssen entfernt werden, damit alle Kraft der Pflanze in die nächste Ernte, in die Früchte geht. Das ist dann automatische Handarbeit gewesen. Ja. Und das ist eben, wenn man eine Handarbeit durch Maschinen ersetzt, dann ist es ganz anders, als wir das in der Landwirtschaft kennen. Wer einen Pflug kauft, der hat ja schon einen Pflug vorher. Der kauft ja noch einen neuen. Aber wenn Handarbeit durch Maschinen ersetzt wäre, das ist so wie, naja, wie zu Anfängen des Industriezeitalters, ja, dann spielt Geld auch nicht so eine Riesenrolle. Wichtig ist, es funktioniert. Weil man da, das ist ein sehr großer Hebel. Ja. Von der Amortisationszeit ist das ein ganz anderer Ansatz. Aber die ganze Kultur hat mit normaler Landwirtschaft nichts zu tun. Da sind ja 100 Stunden gar nichts, so ein Erdbeerfeld zu verbringen, Handarbeit. Oder können auch mal 300 werden. Das waren die Anfänge. Ja, ja. Ja gut, das ist klar, wenn es dann für so eine Spezialkultur die Technik nicht gibt. Ja, und dann, wir sehen es ja jetzt die letzten 2, 3 Jahre, ja, wenn Arbeitskraft dann auch wirklich knapp wird, da geht es ja nicht mal mehr drum, es ist kaum mehr bezahlbar, sondern es fehlen de facto Leute, ja, dann bin ich ja gezwungen, das irgendwie anders zu lösen, dass ich die händische Lösung durch mechanische oder technische Lösung ersetze. Genau, Erdbeeren ist eigentlich letztendlich eine Kultur der Wiedervereinigung oder das Fall des Ostblocks. Dass man im großen Stil Erdbeeren anbaut in Deutschland, ist eigentlich erst so mit der Möglichkeit, osteuropäische Arbeitskräfte einzusetzen. Es gab schon vor 1990, gab es polnische Werksverträge. Aber ab 1990 war das ja für alle ganz einfach, hier rüber zu kommen. Zu Anfang kam Lollers Polen. Was viele nicht wissen, in Polen gibt es mittlerweile 50.000 Hektar Erdbeeren. In Deutschland gibt es gut 10.000. Also besonders im Industriebereich ist die Polen da ganz vorne. Und da kommt auch niemand mehr her. Und dann nimmt das so seinen Lauf. Was ist hinter Polen, was daneben? Rumänien, Bulgarien, Ukraine. Dahinter gibt's Kirgisistan und ich weiß nicht, was noch für Länder. Ja. Aber jetzt gibt's den Mindestlohn und der ist gestiegen. Und die Leute haben auch nicht mehr so viel Lust, hier hinzukommen. Auch in Rumänien gibt es kleinere Betriebe, die sich auch etablieren können. EU-Eintritt, das ist auch nicht schlechter geworden auf dem Land, das Leben. Also müssen Maschinen her. Das Pflücken, das ist der große, oder das ist natürlich der größte Ansatz. Pflücken kostet ungefähr 1 Euro pro Kilo. Ein Kilo Erdbeeren, 1 Euro kostet das Pflücken. Also es gibt Ansätze, das zu mechanisieren. Beim Spargel gibt es Ansätze, aber das so richtig hat es noch keiner hingekriegt. Das sind so, naja, man müsste dann wahrscheinlich über Gentechnik die Pflanze so verändern, dass sie dann einheitliche Früchte macht. Wie bei Äpfeln zum Beispiel. Äpfel sind ja super gleichmäßig groß, da gibt es eine ganz geringe Streuung. Ja. Aber bei Erdbeeren, die sind krumm und schief und naja, das wird wohl erst nicht. Ja, und halt auch nicht gleichmäßig reif. Ja. Das ist ja, genau, ist ja auch noch eine Herausforderung. Und Erdbeeren kommen von der Erde, also die auf der Erde wachsen, die schmecken am besten. Ja. Mit der freiem Himmel und dann wird es immer ein bisschen weniger. Mhm. Und deshalb ist Gewächshaus. Im Gewächshaus kann man doppelt, dreimal so viel schaffen pro Stunde. Also da gehen die Erntekosten rapide runter, aber auch der Geschmack. Und das machen wir jetzt ein paar Jahre und jetzt sind noch neue Leute dazugekommen und wir haben dann so ein Gerät gebaut, um Folie zu ernten. Folie, die Erdbeeren werden auf Dämme angebaut oft. Die Dämme werden mit Folie ummantelt, damit kein Unkraut wächst. Damit man mit weniger Wasser auskommt. Da drin sind Tropfschläuche verlegt. Man kann also mit ganz geringen Mengen Wasser auskommen. Wenn man über Kopfbewässerung macht, braucht man 3, 4, 5 Mal so viel.
Und die Erdbeeren sind sauberer. Also wenn eine Erdbeere von Erde, wenn die in der Erde liegt, es gibt nur 1 Millimeter Regen, gibt es kleine Wasser- und Erdpartikel auf der Erdbeere, sofort setzt die Fäulnis ein. Und das ist auf dem Dämmen, sind die weiter weg von der Erde. Das ist also die Haltbarkeit besser. Aber die Folien sind nicht UV-stabil. Also eine Folie ist sowieso nur stabilisiert. Stabil ist Plastik, Kunststoff. Ja. Stabil gibt es da nicht. Und je nachdem, wie die liegen zur Sonne, je nachdem, wie die Qualität ist, da gibt es auch horrende Qualitätsunterschiede, vergeht die Folie. Oft wird nochmal in einen bestehenden Damm nachgepflanzt, aber dann wird die aber irgendwann weggemacht. Man wechselt das Feld, geht auf andere Felder und diese Folie muss zu 100% geerntet werden oder 99%. Ansonsten ist das für alle Beteiligten nicht so angenehm. Ja. Der Verpächter, der mag das gar nicht gerne und der Pächter mag es eigentlich auch nicht gerne, weil er dann irgendwann kein Pachtland hat. Ja. Und so ist das so ein Teufelskreis. Und dieser Sache haben wir uns angenommen, haben eine Maschine bauen wollen oder haben wir auch gebaut, um Folie aus der Erde zu bekommen. Und dann haben wir festgestellt, da brauchen wir irgendwas Rotierendes. Ja. Wenn es ja mit Stahl nicht weitergeht, geht es mit rotierend weiter. Das ist so, wenn man zum Beispiel mit Stahl in einer Landmaschine nicht weiterkommt, nimmt man Kunststoff. Kunststoff hat bessere Eigenschaften mitunter. Und das aber rotieren bedeutet Energie, bedeutet Getriebe, Antriebe, wird immer teurer. Ja. Aber in dem Fall hat es sich gelohnt und das war dann doch gar nicht so teuer, wie wir dachten. Und dann haben wir gesehen, eine Scheibe, die flach schneidet, über der Erde schneidet, wenn man dann noch vorfährt, dann schneidet sie erstmal alles ab. Mhm. Das ist ja so wie, ich habe jetzt ein Bild gesehen, ein altes Bild, wie man früher Grassoden geerntet hat. Und dagegen gab es das so Plaggenwirtschaft, das ist so ein typisch norddeutsches, ja, Problem, da werden also Grassoden sind abgestochen worden und sind dann auf die besonders fruchtbaren Felder gefahren worden zur Düngung. Mhm. Oder die Grassoden sind auch zum Einstreu genommen worden im Stall. Und dann sind auf den schlechteren Flächen ist wieder Gras nachgewachsen und so nach 10 Jahren hat man die wieder abgestochen. Okay. Das ist, hat man schon vor 500 oder vor 1000 Jahren gemacht in Westfalen. Ja. Und das haben die auch immer mit so Art Messern, so Schaufel, Spaten, Messer, haben die horizontal abgeschnitten. Das ist ja wieder Thema jetzt. Definitiv, ja. Ja, ist sehr spannend, ja. Und von wem kam dann die Idee, jetzt aus dieser Maschine die Folie aus dem Dämmen rausholt, damit man sie aufrollen kann, eine Maschine zu machen für ultraflache Bodenbearbeitung? Ja, ich habe mich mit meinen Beschäftigungen, die ich früher so hatte, schon immer intensiv damit beschäftigt, flache Bodenbearbeitung. Irgendwann war ja mal, also auch vor, kurz nach der Wende gab es schon sehr viel Bestrebung, was Direktsaat betraf, flache Bodenbearbeitung, immer diese Diskussion, Zinken oder Scheibe. Ich hatte immer viel mit Zinken zu tun und dass es so 10 cm tief grubbern geht häufig gut, 20 ist schon wieder schwieriger, aber 2 geht eigentlich gar nicht. Ja. Und dann bedient man sich verschiedenen Hilfsmitteln, Flachschneiden, Schare, flache Anstellwinkel, Schneidengeometrien, Hartmetall, vorlaufende Schneidsäche, die also senkrecht einschneiden. Alle möglichen Dinge gibt es da, aber immer kommt man wieder an Grenzen, besonders was den Verschleiß betrifft, der Verschleißfortgang auf Gänsefußscharen, auf flachschneidigen Scheiben, die dann die Bearbeitung anders aussehen lässt. Man kann aber nicht jeden Tag neue Schare kaufen, kann man natürlich machen, aber dann ist Pflügen viel, viel billiger. Der Verschleiß kann dann auf einmal ein Mehrfaches des Diesels kosten. Ja. Weil besonders bei flachen Schneiden ist komischerweise ein relativ hoher Verschleiß. Weil auch diese Schare sich nicht richtig schärfen. Weil der obere Bereich des Bodens ist ja mal lockerer. Nach unten wird es automatisch sofort fester. Aber in diesem lockeren Bereich ist auch diese Schärfwirkung für die Schare nicht so hoch, weil der Gegendruck des Bodens nicht so hoch ist. Ja. Und vielleicht zu einem Fluch. Also eine Fluchspitze oder ein Fluchschar ist relativ scharf geschliffen, wenn man sich das mal so anschaut von der Seite. Da gibt es so Keilwinkel, Freiwinkel, das ist so in der Metallverarbeitung sehr ähnlich. Mhm. Und das ist beim flachen Arbeiten ist das also völlig anders. In den USA, in Kanada bin ich mal gewesen, die verwenden ganz dünne Schare. Also ein dünnes Schar kann gar nicht richtig stumpf werden, weil es eben so dünn ist. Ja. Weil sonst ein 15 mm Schar kann schon irgendwann aussehen wie so ein halbes Rundeisen. Aber ein 4 mm Schar kann nicht richtig stumpf werden. Und die fahren, um dem Verschleiß Einhalt zu gewähren, fahren die aber nur 5 km/h. Oder 6. Aber dann mit 20 Meter Breite.
Okay. So, da haben wir jetzt zwei Zielkonflikte. 6 km/h sind irgendwie für junge Leute gar nicht, wie sagt man, sind nicht cool, nicht sexy. Nee, und 20 Meter Breite passt bei uns nicht auf die Straße. Also wir brauchen irgendwas, was, wo man einigermaßen mit vorwärts kommt, weil wir die Leistung nicht aus der Breite holen können, sondern aus der Geschwindigkeit. Ist zwar von der Dieseleffizienz nicht so der Bringer, weil, wie war das nochmal, Verdopplung der Geschwindigkeit, 3-mal so viel Energie. Aber uns bleibt nichts anderes übrig mit unseren Straßen hier. Triebe werden größer. Naja, Klappmechanismen gibt es, aber irgendwo bei, also 3 Meter Breite, 4 Meter Höhe ist bei 14 Meter, vielleicht 15, ist eigentlich Ende. Ja. So, und das Gänsefußschal, das weiß ich noch aus der Vergangenheit, das hat einen guten Tag. Wenn es neu ist, ist es stumpf. Oder es ist noch nicht, hat noch so ein paar Kanten, muss ich ein bisschen einschleifen. Ja. Und irgendwann am 3., 4., 5., 7. Tag, je nachdem, wo man sich befindet. Also es gibt, auch Ecken in Deutschland, da ist so ein Gänsefußschar. Das ist nachmittags durch. Aber in so einem normalen Verschleißbereich kann man vielleicht ein paar Tage damit fahren. Da gibt es einen Punkt, da läuft das besonders gut. Da sind alle Schneiden schön eingeschliffen, alles läuft gut. Und ab dann wird es wieder schlechter, dann wird es stumpf. Oder dann verbiegt es, weil es zu dünn geworden ist. Und deshalb fand ich dann, als ich auf diese Scheibe geschaut habe, bei unserem Gerät, was die Folie aus der Erde rausholt, dachte ich, ja, das ist ja, machen wir jetzt den Winkel noch etwas flacher und dann fahren wir mal übers Feld. Mhm. Und dann war das meiste, was dahinter lag, das war dann auch abgeschnitten. Ja. Und das war schon mal schön. Und dann ist so, dann nimmt das so seinen Lauf, ne? Dann, so, wie viel Reihen muss das werden, wo? Dann kommt auch immer gleich die Frage, wo liegt die Patenthöhe? Was ist hier neu dran? Ja. Also ein Stiel, eine runde Welle, wo eine Scheibe dran ist, gibt es im Spargelbereich. Da kam so die Geometrie her. Im Spargelbereich gab es das. Es gab mal früher so Vollernter. Die haben den ganzen Spargeldamm aufgenommen. Ja. Wie so ein Vorratsroder. Dann konnten die Leute aus dieser bewegten Erde die Spargelstangen raussuchen. Dann wurde der Damm gleich wieder aufgebaut. Also das funktioniert insofern. Der Spargel nimmt einen das nicht übel. Der wächst dann trotzdem weiter. Aber man erntet in dem Moment auch die unreifen Stangen, die reifen und unreifen zur gleichen Zeit. Und die unreifen gibt es keinen Markt für, deshalb hat sich das nicht durchgesetzt. Aber die haben mit ähnlichen Werkzeugen gearbeitet. Aber da haben sich die Scheiben überschnitten. Also wenn man jetzt von da oben in der Projektion schaut, haben sich die Scheiben, die Außenkonturen überschnitten, damit die auch diesen Spargel richtig abschneiden können. Ja, dass der nicht durchrutscht. So, und das haben wir nicht gemacht. Also wir lassen die Schneiden nicht überlappen. Jetzt hat also... Das würde bei Stroh oder so nicht funktionieren, das würde alles sofort stehen bleiben. Das haben wir mit dem Folienroder auch gesehen, wenn wir mehrreich arbeiten, dann kann also auch so ein rotierendes Ding bei hohen Strohmassen kann schon mal Probleme machen. Ja, aber da kam so die Idee her. Okay. Also ist es ja patentfähig oder ist es nicht patentfähig? Ja, natürlich, also patentfähig. Ist ja erstmal alles. Ne? Grundsätzlich muss man sich ja, denke ich, als junge Firma schon die Gedanken machen, ja, weil ansonsten ist es ja relativ schnell kopiert. Die Gefahr ist ja immer bei einem Patent, wenn man es nicht anmeldet, dass irgendeiner in der Zeit so eine ähnliche Idee hat, das hat es alles schon gegeben, und der meldet es dann an, und ein Patent kann ja bis zu 4 Jahre ruhen, es wird zwar nach 1,5 oder 2 Jahren veröffentlicht, aber man hat also eine gewisse Zeit, wo niemand voneinander weiß. Und wenn irgendeiner das in der gleichen Zeit so etwas Ähnliches macht, dann hat man das Nachsehen. Wenn man das nicht beweisen kann, dann beweisen also durch Veröffentlichung, durch Verkauf einer Maschine und, und. Da hat's also, habe ich auch in der Vergangenheit alles erlebt, so komische Dinge gegeben mit Patenten. Das kann besonders, also das Schlimmste ist eigentlich, man baut 1000 Maschinen und gibt das Geld schon aus und dann sagt irgendeiner, ich hab's Patent. Hör mal, Freund. Das wussten wir aber besser. Ja. Das habe ich also selber erlebt. Also mit einer Riesenstückzahl nach einem 10-jährigen Prüfungsverfahren ist das Patent erteilt worden. Und dann gab es erst die Auseinandersetzung. Und es kann also böse enden. Und es gibt ja, also wer so ein bisschen Landtechnik-Historie kennt das ja vielleicht von diesem Ladewagen, von einem Herrn Weichel, der so ein Pickup mal erfunden hat. Ja. Und alle haben ja nicht nachgebaut. Ja. Alle haben gesagt, Weichel, das ist oder von der Schwäbischen Alb. Ne? Ja, du kennst doch gar keinen Anwalt, du kannst es doch gar nicht verklagen. Der Herr Weichel, das ist ja gar nicht so weit von dir entfernt, glaube ich. Nee. Also der hat zu 100% recht bekommen und hat dann aber so viel Geld bekommen, dass er da auch nicht gut mit umgehen konnte. Das hat ihn nicht so glücklich gemacht. Kommt vorher.
Aber also Patent ist schon auch in unserer Firmengröße, müssen wir darauf achten. Und wir haben das auch, also wir haben das also angemeldet. Und die Hauptgeschichte ist also, dass sich die Scheiben nicht überschneiden. Das ist so eins der Dinge. Der nächste Punkt ist, wenn man so eine Welle und so eine Scheibe, die muss man auf alle Fälle, wenn man im Ackerbau sich befindet, gegen Steine sichern. Das ist super wichtig. Also Spargel wird nie angebaut, wo ganz viele Felsen sind. Ja. Erdbeeren auch nicht. Da hat man mit Steinen nicht so viel zu tun, weil das ist ja eine viel höherwertige Frucht. Da werden ja 10, 20 mal so viel Umsätze gemacht oder noch mehr. Da kann man auch mal auf die steinfreien Flächen gehen. Aber also Raps, finde ich, das ist so die unterste Kaste. Raps und Roggen, der wird ja überall angebaut. Wenn der nicht mehr angebaut wird, dann ist er auch nicht Natur. Also muss man die Steine auf dem Schirm haben. Mhm. Deshalb diese Steinsicherung, das ist auch ein Punkt dieser Anmeldung, diese Steinsicherung. Ja. Okay. Prima. Jetzt seid ihr hier auf der Agritechnica. Also ich habe jetzt bisher nur Demo-Maschinen laufen, oder? Ihr seid jetzt mit diesem, ich gehe mal von aus, fertigen Produkt hier mit einem Stand und legt dann 2024 los in der Breite auf mit Verkauf oder läuft, sind schon Maschinen verkauft? Ja, wir haben schon ein paar gebaut. Letztes Jahr im Frühjahr sind wir gestartet. Mhm. Haben dann letztes Jahr schon mal den Sommer mitgenommen. Und dann jetzt dieses Jahr nochmal das Frühjahr auch mit einer klappbaren Maschine. Also immer eine starre Maschine und klappbare Maschinen gibt es immer noch manchmal Überraschungen. Die können in beide Richtungen gehen, aber die sollte man schon nochmal machen. Haben jetzt also schon so anderthalb Saison hinter uns. Wir haben jetzt auch schon 1, 2, 5 Maschinen verkauft. Mhm. Die haben wir noch nicht alle gebaut und das ist so, da habe ich früher mal so gelernt, wenn man die ersten Maschinen ohne Prospekt verkauft, dann ist es nicht so schlecht. Wenn man aber erst Prospekte drucken muss, um die erste Maschine zu verkaufen, dann hat das vielleicht nicht so den Zahn der Zeit getroffen. Nee, mit Sicherheit, ja, das ist so. Eine ganz praktische Frage, wie groß ist die Firma im Moment, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Ach so, wir haben, das habe ich eben gesagt, wir haben mehr halbe als ganze Mitarbeiter. Yes. Also wir haben schon 3 Leute, die den ganzen Tag beschäftigt sind und 3 eben nur so einen halben Tag oder so ein bisschen oder hin und wieder. Wir haben so Aushilfen und Studenten und sowas alle. Wir sind aber auch, wir haben einen Zulieferer, wir haben auch einen Dienstleister in unserer Reihe, der so Metallverarbeitung macht. Und der ist ja so Lasertechnik. Also die Hälfte ungefähr von einer Maschine besteht ja aus Blechteilen, bedeutet für viele Leute immer, das ist so was Dünnes. Also Blech hört für so Metaller, hört das immer so bei 100 mm auf. Materialstärke, das ist dann kein Blech mehr. Aber das ist ja so bis 20 mm, das kann man wunderbar mit so einem Laser bearbeiten. Wenn man also eine 3D-Zeichnung macht, dann wird das Teil genauso wie die Zeichnung. Da kann überhaupt nichts schief gehen. Und dann ist es, durch diese Technik ist es relativ einfach geworden, auch solche Maschinen zu bauen. Man braucht keine großen Vorrichtungen, man kann das also ein bisschen wie so ein Puzzle bauen. Wichtig ist natürlich, dass man die richtigen Winkel, die richtigen Abstände getroffen hat, dass die Funktion auf dem Feld da ist. Ja. Und das ist immer so, probieren, wie heißt das immer? Probieren geht über studieren. Und wie heißt es noch? Schlauer durch Auer. Das ist auch wichtig, wenn man was schief geht, dass man so ein bisschen Respekt davor bekommt. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist so. Und ich denke jetzt, sag mal, vorher war es eine Spezialkultur, Erdbeeren. Jetzt geht es ja in den Massenmarkt, würde ich mal sagen, Bodenbearbeitung. Ja, das ist eine, kann natürlich auch sicher mal eine größere Nachfrage kommen. Seht ihr euch da gewappnet? Du hast vorhin gesagt, Glas ist in der Nähe Miele. Ja, das heißt, Arbeitskräfte alle in einem ähnlichen Umfeld, sage ich mal, Technik. Ja. Genau, Metallverarbeitung ist in unserer Gegend. Deshalb haben wir aber auch eine ganz gute Zulieferstruktur. Es gibt also auch allein in dieser Glas-Ära, da gibt es ganz viele Leute, auch ganz kleine Strukturen, die irgendwas machen. Und da gibt es immer noch kleine Kapazitäten, wo wir uns mal dranhängen können. Also wir wollen jetzt noch nicht irgendwie in China 100 Maschinen bestellen oder in Indien, die würden das ja alle gerne machen. Mhm. Aber die brauchen immer Stückzahlen. Da muss man sich sehr sicher sein. Ja. Also was Funktion betrifft, da werden wir natürlich durch die Maschinen, die dann in den Markt gehen, gibt es immer wieder Anwendungen, die wir nicht so auf dem Schirm haben. Irgendwann, habe ich jetzt gelesen, das gibt es in Niedersachsen, gibt es ein neues Unkraut, Erdmandelkraut. Erdmandelgras, ja. Oder
Grasen. Naja, dann fährt einer damit rein und ruft an und sagt, was soll das denn hier? Das wirkt ja gar nichts. Oder man weiß es nicht, was alles kommt. Verschiedene Böden, das habe ich so aus meinem früheren Leben schon so auf dem Schirm. Das, wir haben die Situation bei uns, das ist ganz gut. Wir haben Sandboden. Das ist ja erstmal ist das arm. Sandboden, arme Leute. Aber Sandboden hat so seine Tücken auch in der Bearbeitung. Man kann zwar fast jeden Tag irgendwas machen, Regen und so ist alles nicht so schlimm, das klebt auch nicht. Aber der Sandboden will manchmal nicht durch so eine Maschine, der schiebt gerne. Deshalb ist es, also Lehm, Sandboden ist der seltenere in der Welt. Aber Lehmböden gibt es, im Ausland, in Asien gibt es glaube ich gar keinen Sandboden. Also Lehmboden, Tonboden, das ist eigentlich die Regel. Sandboden, schon selber zum Beispiel in Frankreich gibt es nur ganz kleine Ecken mit Sandböden. Und wir haben also bei uns die Möglichkeit, in einer Stunde mit dem Trecker in eine Richtung fahren oder in alle Richtungen fahren, haben wir auch Lösleben, haben wir Lehmböden, haben wir Tonböden. Ja. Bloß dicke Steine haben wir nicht, da müssen wir einen Tag für fahren. Die gibt es bei uns im Süden dafür. Ja, nee, das ist ja auch wichtig. Ja. Das sollte ja nachher auch überall funktionieren und nicht nur eine Maschine für eine Bodenart sein. Ja. Nee, super spannend. Ja. Wie seht ihr eure Zukunft? Ja, das ist ja, sagen wir, Bodenbearbeitung ist ja schon ein Stück weit ein Haifischbecken. Ultraflache Bodenbearbeitung ist gerade, würde ich mal behaupten, ein Megatrend. Ja. Ihr sagt, ihr könnt ab einem Zentimeter exakt arbeiten. Ja, das ist wäre ein Traum aus meiner Sicht als Landwirt, ja, wenn wir dahin kommen, weil für mich wäre das elementar. Ja, wir sind dran, auf Bio umzustellen. Ja, aber ich möchte aber nicht anfangen zu pflügen, sondern ich möchte oben abschneiden, alles was grün ist abschneiden. Ich mache praktisch ein mechanisches Glyphosat, aber ich möchte die Wurzeln da lassen, wo sie hingehören, ja, als Armierung für den Boden. Ja, und klar, eure Technik ist jetzt was aus meiner Sicht komplett anderes. Es gibt, sagen wir, zwei Anbieter hier, die ich jetzt so auf dem Schirm habe, die Ähnliches machen, aber halt passiv angetrieben. Ja, ob das jetzt Saphir ist mit dem Grindstar, was hier als Neuheit steht, oder die Busa aus Ungarn. Ja, aber das ist halt passiv. Ja, das ist nur über Bodenantrieb. Eures ist ja das einzig, also meine sind das einzig aktiv angetrieben, dann dass ich einen besseren Markenblick. Wie seht ihr da eure Perspektiven als Firma? Naja, also wir sind jetzt ja funktional erstmal unterwegs. Geht das alles? Geht das auf den verschiedenen Standorten? Und vor allen Dingen, wir liefern die Maschine aus zum Landwirt. Läuft es auf so einem Betrieb? Passt das? Ist die Vermittlung des Know-hows, das man dafür haben muss, ist das einfach? Oder müssen immer Einweisungen da sein? Müssen wir eine Hotline einrichten, damit die Leute damit umgehen können? Für mich ist immer so eine Chipkarre. Die Chipkarre ist also die simpelste Maschine auf so einem Betrieb. Die hat ein bewegliches Teil als Rad und der Rest ist fest. Und fast jeder Mensch auf der Welt kann mit der gleichen Chipkarre arbeiten. Das Einzige, was man kann das Rad manchmal ein bisschen horizontal verstellen. Dann kann man einfacher abkippen. Und das ist so der Idealzustand, wenn man so eine Maschine baut. Und das ist ja der große Vorteil einer Kurzscheibenegge zum Beispiel. Wir nennen das immer erntehelfersicher. Und die ist auch altenteilersicher. Ne? Da kann der ältere Herr auf dem Hof, der sich nicht mehr so gut umgucken kann, der kriegt da auch was ordentliches mit hin. Weil die einigermaßen fast immer funktioniert. Und das streben wir schon an, dass also die Handhabung auch sehr, sehr einfach ist. Wir wollen nur die Dinge verändern, die man verändern muss. Und dazu ist natürlich erstmal die Tiefe, ist das Maß aller Dinge. Und da hätten wir ja am liebsten, so als Landwirt hätten wir ja so eine kleine Anzeige auf dem Schlepper, darunter so ein kleiner Poti und dann drehe ich da rum, dann sagt das Display 2 Zentimeter. Dann weiß ich, alles richtig gemacht. Der Chef hat gesagt 2 Zentimeter, der Berater sagt 2 Zentimeter. Alles super. Und wenn das dann auch noch so ist, dann ist das klasse. Und wenn dann einer anruft und sagt, heute 4, dann müssen wir 4 haben, dann müssen wir auch 4 bekommen. Mhm. Und das geht dann irgendwann nicht mehr passiv. Das geht passiv nur, indem man also sehr schwere Geräte hat, also immer mit über einer Tonne pro Meter, weil die dann, also die nötige, wenn man mit passivem Werkzeug arbeitet, die haben die nötige Gegenkraft, dass man also diese Werkzeuge auch in die Erde reindrücken kann. Weil die Festigkeit des Bodens, die Festigkeitszunahme, die Festigkeitsänderung ist in den oberen Schichten am höchsten. Im unteren Bereich ist die Änderung der Festigkeit nicht mehr so hoch. Also ich muss immer gegen den ständig fester werdenden Boden drücken, also muss ich dann
Vor allen Dingen, wenn ich stumpfe Werkzeuge habe, also stumpf jetzt von Scharen mit mehr als 5 mm, hatten wir eben gesagt. Ja. Und dann auch noch schnell fahren will, muss ich viel Masse haben, mindestens 1 Tonne pro Meter. Und für 1 Tonne pro Meter brauche ich in der Regel immer 40 PS. Ich rechne immer so in PS, sondern so 30 kW braucht man pro Tonne, pro Meter, also 6 Meter, 6 mal 3, also muss schon mal 200 PS nicht mal kommen, ne? Da muss schon mal ordentlich, 200 kW, da muss schon mal 240 PS kommen. Und das ist jetzt, dadurch, dass wir das ganz leicht antreiben, dass wir eine kleine Bewegung haben und auch mit relativ dünnen Scheiben arbeiten können, weil wir die Scheiben, ein Gänsefußschal ist, die vordere Spitze ist eigentlich, wenn es 300, 400 mm breit schneidet, ist die vordere Spitze von dem Anschraubstück immer 100, 150 mm entfernt. Das geht sonst gar nicht anders. Der Stiel kann nicht vorne sein, dann sitzt das sofort zu. Und wir können mit der Scheibe, können mit die Befestigung der Scheibe viel näher an die Außenkontur bringen und können somit auch dünnere Scheiben verwenden. Und kommen somit auch eher in die Erde und weil wir eine kleine Bewegung haben, sowieso. Die Scheiben drehen sich alle in eine Richtung pro Maschinenhälfte. Die rechte Hälfte dreht sich rechts rum oder links rum, das ist eigentlich egal, aber die andere Hälfte muss sich andersrum drehen, damit es keinen Seitenzug gibt, damit diese die Horizontalkräfte, damit die Maschine die auffängt. Naja, dann geht's schon los. Und wenn es dann nicht will, dann können wir noch einen Hauch Kraft vom Schlepper abgreifen, Gewicht vom Schlepper, das ist eine Gewichtsübertragung. Und wer ein Fendt aus dem Allgäu hat, Trecker aus dem Allgäu hat und bei der Bestellung das richtige Kreuz gemacht hat, der kann das mit dem Schlepper machen. Das ist, also ideal. Das ist wirklich toll. Das verstehe ich bis heute nicht, warum nicht alle Schlepper so eine doppelwirkende Hydraulik haben. Ja. Das macht, die meisten Schlepper haben sowieso so Zylinder. Das macht den vielleicht 1% teurer. Weil es ist ganz wichtig, dass die Maschine ganz ruhig läuft. Bei 1 Zentimeter, 2, 3 Zentimeter arbeiten, können wir uns eine Vertikalbewegung von 2, 3 Zentimetern nicht erlauben, weil wir dann ja schon im Nullbereich sind. Also muss die Maschine ruhig laufen und Laufruhe hat was mit Gewicht zu tun, aber auch mit Abstützung. Also große Räder oder Räder und ein bisschen Gewicht drauf. Aber Gewicht nur so viel wie nötig, weil wir dann wieder Zielkonflikt Diesel haben. Ja. Wir streben ja an, das mit 5 Litern immer hinzukriegen. Auch wenn es mal ein bisschen berghoch geht. Okay. Also Tiefenführung ist rein über Stützräder. Genau, Stützräder sitzen im Feld. Also ist in der Tiefe ist die Maschine, hat ja einen Balkenabstand von ungefähr 600 mm, einen Strichabstand von 280 mm, 600 mm, dreibeiniger Aufbau, sind wir also von vorne nach hinten, haben wir nur 1,20 Meter. Und das bedeutet, dass die Maschine relativ kurz ist. Wir kommen also mit einer einreihigen Stützradanordnung aus. Im Grober muss man ja mal länger bauen, damit er nicht stopft, damit alles schön durchgeht. Aber ist der Grober länger, braucht er auch vorne und hinten Stützräder. Und hat dann noch das Problem, wenn er über eine Kuppe fährt, dass dann manchmal die Arbeitstiefe zu groß ist, fährt er durch eine Senke, packt er gar nicht an. Deshalb ist es, also diese lange Geräte, so schön wie die auch sind, aber für die flache Arbeit sind die nicht immer so vom Vorteil. Ja. Was die Bodenanpassung betrifft. So, jetzt kann man natürlich noch weiter spinnen. Man könnte sagen, na, jedes Element kann man auch mit einem Parallelogramm versehen. Ist ja auch alles denkbar. Das hinzukriegen. Maschine wird natürlich schwerer. Und schwerer bedeutet mehr Diesel und bedeutet auch mehr Anschaffung. Und wir können die Maschine dann nur noch mit ganz, ganz vielen monetären Aufwendungen zentral verstellen, weil wir dann jedes Parallelogramm eigentlich einen Aktor brauchen, der aber auch noch, jeder Aktor muss dann genau das machen, was wir wollen, muss einen Zentimeter tiefer oder flacher. Und das ist eben mit dieser Anordnung, wie wir das jetzt haben, ist es ganz einfach, hydraulisch in der Tiefe zu verstellen. Kommen wir wieder zu dem Ziel. Kleines Poti auf dem Trecker, da drüber ein Display, 2 Zentimeter. Deshalb müssen wir, also die Tiefe müssen wir verstellen, das ist ganz klar. Den Striegel kann man verstellen. Der Striegel ist relativ robust. Wer den verstellen will, hydraulisch, kann das machen. Wer das nicht bezahlen will oder wer sagt, da will ich meinen Erntehelfer nicht mit belasten, den stelle ich einmal ein morgens und dann passt das. Dann kann man das auch weglassen. Das müssen wir noch verstellen. Ja, einklappen müssen wir das Ganze, das ist auch nicht. Muss eben sein. Und wir müssen die Scheiben eintragen. Ja. Also hydraulisch ist schon ein bisschen da. Aber das, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Fahrt fahren und stellen die Scheiben ab, können wir machen, bleiben wir einfach stehen, dann fährt man, naja, statt 15 nur noch 12. Also das ist bei gleicher Motoreinstellung. Das bedeutet also, dass diese
Scheiben, die ja hydraulisch angetrieben werden. So ein Hydroantrieb hat nur einen Deckungsgrad von, wenn man also von Welle zu Welle geht, Motorwelle bis Welle von unserem Element, haben wir 50% Verlust. Mhm. Trotzdem ist die Zugkraft dann reduziert, also diese kleine horizontale Bewegung sorgt dafür, dass unsere Zugkraft reduziert wird. Und wenn ich statt 12, 14 fahren kann, mit der gleichen Motoreinstellung, dann sind das schon, also auch wenn er quadratisch eingeht, sind das schnell 30%. Also diese Investition in das Umlauf des Öls macht sich aber an der Zugleistung bemerkbar. Wenn wir positiv gehen, wir da raus. Ja. Deshalb, also ein Ölmotor kriegt man natürlich erstmal, Ölmotoren, ganz viel. In einem Kartoffelroller sitzen genauso viel, wenn nicht noch mehr drin. In der Regel auch vom gleichen Hersteller. Also da muss man nicht so eine Angst haben, die werden in großen Stückzahlen hergestellt. Die sind auch gar nicht so teuer, wie man immer meint. Nur als Ersatzteil sind sie immer teuer. Vor allem, wenn sie weite Wege hinter sich haben. Wenn Ersatz... Die sind einfach dann in Reihe geschalten, die, genau, die hydraulischen Motoren. Also bei dem Gerät, was da jetzt steht, da sind 16 Motoren dran, davon sind 8 rechte und 8 linke in Reihe geschaltet. Die werden einfach mit einem T-Stück getrennt, da ist kein Mengenteiler drin oder so, das ist aber auch noch eine Art Sicherung. Wenn sich jetzt irgendwo mal ein Stein verklemmt, ein alter Weidepfahl zum Beispiel oder was es alles so gibt. Oder ein Autoreifen, dann dreht halt die andere Seite schneller. Also sofort, weil bei Sicherungen, Steinsicherung oder Blockiersicherung ist ja die Zeit immer ganz wichtig, dass ganz schnell das Öl ausweichen kann. Muss also nicht erst die Rückwirkung oder die bis zum Schlepperüberdruckventil gehen, sondern die andere Seite läuft dann einfach schneller und fehlt. Ja. Okay. Sehr spannend. Ja, ich glaube, Technik haben wir jetzt ziemlich durchleuchtet. Ja, ich bin aber okay. Also Technik-Freak. Das ist ja auch richtig so, ja. Deswegen sitzen wir auch hier auf der Agritechnik, denke ich. Ja. Das passt schon. Ich habe auf eurer Website gesehen, ihr bietet auch an Agri-Photovoltaik. Möchtest du da was dazu sagen? Das ist, glaub ein bisschen Steckenpferd von dir. Ja, genau, ich habe mal früher schon vor fast 30 Jahren mit Freunden so eine Firma gegründet. Da wollten wir mal so einen Solarpark bauen. Solarparks, das war so... Wir kannten das nicht, sind wir extra mal nach Pellworm gefahren, das ist von uns nicht so weit weg, da in der Nordsee, da gab es so einen Solarpark. Also auf der Wiesel baut man Module auf und darunter am besten Schafe. Und das, wir hatten schon mal vorher selber so eine Solaranlage aufgebaut, das war so mühselig auf dem Dach. Dann dachten wir, naja, auf dem Feld, das geht doch viel schneller. Und weil wir auf unserem Hof zu Hause dachte ich, naja, das machen wir jetzt mal. Und dann gab es so in Gütersloh kostendeckende Einspeisevergütung, das ist im Grunde der Vorläufer des EEGs 2000, wann war das? 2003? 2003 gab es dann ja im Grunde genommen für alle kostendeckende Einspeisevergütung. Das hatten wir in Gütersloh schon etwas eher und konnten das auch finanzieren. Da waren die Module ja noch sehr teuer. Wir haben da so ein Ding hingebaut, deshalb weiß ich, also Photovoltaik steht auf dem Feld. Ich weiß auch, da drunter wächst Unkraut und die Schafe haben wir nie gekauft. Und die Hühner auch nicht. Und also diese Doppelnutzung, Photovoltaik und Feldwirtschaft, das ist ja das, was, naja, erstmal leuchtet das für jeden ein. Also Solarparks gibt es ja jetzt mehr und mehr an Autobahnen und Bundesbahnstrecken. Die sehen nicht immer schön aus. Und manchmal stehen die auch auf guten Feldern, manchmal aber auch auf schlechten Feldern. Die sehen nicht immer schön aus. Da kann man aber schneller Bäume rumpflanzen als in Windräder. Aber wenn man jetzt beides nutzen kann, dann hätte man das nicht aufgegeben. Also ich denke, so eine Solarparkfläche, also unsere Fläche ist jetzt fast 30 Jahre alt, immer noch die ersten Module, wir machen immer noch gut Strom, es gibt ja keinen richtigen Grund, das wegzubauen. Es bleibt da wahrscheinlich ganz lange stehen. Ja. Also ist diese Fläche fällt für immer raus aus der landwirtschaftlichen Produktion. Mal abgesehen von den ganzen Agrarregularien, was das jetzt noch ist, Ackerwiese, ist das Brachland, gibt es das noch antragsberechtigt? Dann gibt es Erbschaftssteuer rechtlich, wer sich mit Solarparks beschäftigt hat, ist ein Riesending, ist auf einmal Industriegebiet. Da werden sich die Erben noch umgucken. Ja. Da wird dann richtig Geld abgegriffen. Bei Agri-PV, das hat man gleich erkannt, das ist Erbschaftssteuer nicht relevant. Das wird behandelt wie ganz normal der Grund und Boden darunter. Mhm. Gibt es keine Aufgelder, keine Aufschläge. Und dann ging es darum, wie kann man das praktikabel machen. Also immer in eine Richtung fahren, das kann man auch vorübergehend machen. Also immer in eine Richtung ackern, was man so kennt aus den Zeitungen, mit so Solarzäunen dazwischen. Das wird man eine Zeit lang machen, dann wird man feststellen, dieser Acker wird nie mehr gerade. Der wird krumm und schief, weil das einfach so ist. Man muss mal diagonal ackern, das haben unsere Vorfahren mit Pferden auch schon gemacht.
Saateggen, immer schräg. Also war der erste Ansatz, wir müssen das so bauen, dass wir auch diagonal fahren können. Also müssen wir die aufbauen wie Weihnachtsbäume, diagonal fahren, 30, 45 Grad, das war das Erste. Dann das Nächste ist, wir müssen mit dem Spritzgestänge da durchkommen, also können wir das nur, da wo sich das Spritzgestänge berühren würde, also um eine halbe Fahrgastbreite versetzt, da müssen die Bäume hin, das ist das Nächste. Was aber zu dem Problem führt, dass wenn man diese Investition tätigt, wenn man es aufbauen würde auf ein Feld, muss man sich in dem Moment für eine Fahrgasse entscheiden, die vielleicht nach 30 Jahren Bestand hat. Jetzt für jeden Bauern erstmal ein Unding, weil vor 30 Jahren hat jeder Landwirt eine schmalere Spritze gehabt als heute. Aber, ja, ist so. Aber eine Kröte muss ich dann schlucken in dem Fall. Ja. Aber technisch ist das bei 42 Meter. Also irgendwann hört das auf. Man wird keine 100 Meter Spritze bauen können. Die wird dann in der Mitte, sieht ihr aus wie ein Fernsehturm. Das, weil auch da die Längen gehen sogar hoch 3 an von der Durchbiegung. Also das wird nichts. Also wird das irgendwo so bleiben. Ja. Und dann, dazu kommt jetzt die Robotertechnik. Die Roboter, die irgendwie so einen Gruber ziehen können. Denen könnte man das auch beibringen, dass sie nie davor fahren. Der Bauer würde ja immer sagen, ja, das fahre ich doch. Wenn ich da 10 Jahre auf Acker habe, ich jeden einmal getroffen. Das wird da wahrscheinlich so sein. Ja. Aber so ein Roboter, kann man hier auf der Messe sehen, die würden da schon Abstand haben. Und dann muss der Landwirt sich auch nicht ärgern über die Masten, weil das macht ja der Roboter. Und der nächste Ansatz, es gibt so Anlagen, die sind 5 Meter hoch, damit der Drescher drunter herfahren kann. Das muss auch so sein. Die müssen so hoch sein, aber dann werden die auch teuer. Unser Ansatz ist, eben die Anlagen niedriger zu bauen, weil eine breite Landmaschine, also eine moderne breite Landmaschine, ist außen nicht so hoch. Mähdrescher ist außen nur so hoch wie Mensch, die Haspel. Der Schleppstoffverteiler ist nicht so hoch, der Spritzgestänge nicht so hoch, der Düngerstreuer geht sowieso immer. Der einzige, der nicht geht, ist der Kartoffelroller. Ja. Der fängt an der Außenkontur mit 3 Meter Höhe an. Also das ist so der Ansatz, Photovoltaik und Landwirtschaft, wenn das lange so sein soll. Dann so für den Ackerbau, wenn man Tiere hat, ist das was anderes. Wenn man also Tiere darunter hält, dann kann man auf viele Dinge verzichten, dann kann man das auch ein bisschen enger, kriegt man also mehr PV auf die Fläche. Tiere freuen sich, also ein Teil steht bei uns hinterm Haus, mit einem fängt man immer an. Und wir haben, der, ja. Und wir haben 2 Pferde, die, also die stehen dann super gerne drunter, und das ist so, also Unterstellmöglichkeit für Tiere. Also wer Hühner kennt, Freiland, aber Freiland und PV, das war, gab es mal irgendwie so eine Diskussion, das passt nicht so, aber Freiland-Hühner brauchen ja immer so ein bisschen, wegen den Greifvögeln brauchen wir ein kleines Dach. Da gibt es aber irgendwie noch so, Freiland und PV passt glaube ich nicht zusammen. Man darf die Hühner nicht Freiland nennen, wenn sie unter PV-Anlagen wohnen. Ist mir jetzt schleierhaft, was der Unterschied zwischen Wellblech und PV ist. Ja, das sind dann diese Grenzbereiche, wo man dann manchmal auch wirklich noch den Kopf schütteln kann, ja. Auf der einen Seite wollen wir alle Energiewende haben, ja, aber die meisten Landwirte sind froh, wenn keine Freiflächen-PV kommt, ja, obwohl jeder, mittlerweile fast jeder selbst Energiewirt ist, er hat halt zu Hause auf dem Dach, aber wenn die Dächer zu Hause voll sind, ist eigentlich der Landwirt derjenige, der zumindest auf seinen Eigentumsflächen was machen könnte. Ja, und dieser Spagat, ja, Agri-PV ist ähnlich wie Agroforst, ja, ist jetzt gerade so ein bisschen ein Hype, aber so richtig in die Breite kommt es halt nicht. Ja, das ist einmal für Kulturen wie Obst, Beeren, ja, wo ich die Verschattung nutzen kann oder den Hagelschutz mit PV machen kann, wo ich drunter eine Kultur habe mit hoher Wertschöpfung pro Hektar, ist es interessant. Aber ist jetzt für eine klassische Ackerkultur wie Mais, Weizen, Rüben etc. wird es halt schwierig. Ja. Da brauche ich solche Lösungen, wie du es jetzt vorgestellt hast, ja, dass ich mit moderner Technik durchfahren kann und trotzdem noch eine Energieerzeugung. Ist halt die Frage, wie hoch ist dann noch die Energieerzeugung pro Hektar? Ja, bei uns in Süddeutschland ist die Flächenstruktur relativ klein. Ja, was kriege ich da noch aufs Hektar drauf an KW-Peak? Ja. Naja, wenn ich jetzt eine Freiflächenanlage baue, kann man ja mit den neuen Modulen, also 1 MW kann man ja realisieren pro Hektar. Und wir würden uns dann so bei 10% befinden. Hm. Und wenn wir aber jetzt also mit 100 KW und 1000 Kilowattstunden, sind wir bei 100.000 Kilowattstunden pro Hektar. Wenn wir so nur mit 7 Cent verkaufen, hätten wir 7.000 Euro Umsatz. Da sind wir noch zur Gerste, sind wir noch um einiges höher vom Umsatz her. Und mit 0 Einsatz. Also nix. Ne? Wenn das Ding da einmal steht, steht's da.
Also die hätte ich früher nie gedacht, so als Techniker. Das erste Mal ein Modul gesehen, aber habe ich gedacht, okay, kann man machen. Drei verschiedene Materialien, Glas, Kunststoff, vier sogar, Siliziumzellen und einen Aluminiumrahmen. Und das bei minus 40 Grad und plus 40 Grad. Wie soll das gehen? Ja. Wegen der thermischen Ausdehnung. Und es gab auch, zu einmal gab es wirklich welche, da am dritten Sommer lagen die Rahmen daneben. Aber irgendwie ist das jetzt, das ist alles gelöst, das Problem. Also diese Module, die es so gibt, denen macht das alles gar nichts. Die halten ewig. Die haben ja auch, die machen ja 4000 Betriebsstunden im Jahr. Ungefähr 4000 Stunden ist es hell. Ja. Und die machen dann 100.000 Betriebsstunden, machen die, glaube ich, ganz locker. Das ist schon ordentlich. Sind das dann nachgeführte Module? Oder? Nein, nein, keine Nachführung. Ja. Also Nachführung war, als die Module sehr teuer waren, als sie noch, jetzt kosten die ja nur noch 15 Cent pro Watt. Aber wir können uns ja auch daran erinnern, dass die 3 Euro pro Watt gekostet haben. Vor 30 Jahren, 3 Euro pro Watt. Da waren die Module so teuer, da hat man natürlich probiert, jede Kilowattstunde rauszuholen. Und also eine zweiachsige Nachführung kann man ungefähr 25% mit rausholen. Da gab es ja solche Anlagen. Die meisten von denen bewegen sich aber nicht mehr, weil mechanische Dinge ja störanfällig sind. Ja. Und also bei Windrädern ist die Konstruktion ein ganz anderer Schnack. Da sind also sehr viel stabilere Teile, sehr präziser gefertigt. Alle Nachführungen, die es so gab, na, das war so ein bisschen hemdsärmlich gemacht. Es gibt also Großanlagen wie in der Sahara zum Beispiel in Wüsten, die sind einachsig nachgeführt. Da also für eine einachsige Nachführung gibt es relativ solide und robuste Systeme. Mhm. Zweiachsig, wie es hier so gab, das ist nicht so der Bringer. Ja, okay. Ja gut, die Module sind ja auch effizienter geworden über die Jahre. Das effizienter von in beide Richtungen, also einmal haben sie von der Fläche her. Die kommen heute pro Quadratmeter fast die doppelte Energiemenge. Ja. Und damit natürlich auch der Wirkungsgrad, also ein Modul hat 20% der Sonnenenergie, die Natur hat ja nur 1%. Wenn ich also gucke, Einstrahlung und bei dem, was wächst. Deshalb ist also Solarstrom ist leider nicht immer das, dann da, wenn man braucht. Wie heißt das nochmal? Dunkelflaute. Nicht Dunkelflauten tauglich. Ja, gut. Da muss ich als Biogase sagen, ja, wir haben ja da auch noch was für die Genau, Gasen. Dann kommst du. Genau. Wenn wir durch sind, aber wir du. Brauchen ja den Mix, ja. Und für mich ist auch, wir brauchen eine Lösung, wo wir keine Flächenkonkurrenz auf der Fläche haben zwischen Nahrungs- oder Futtermittelproduktion oder auch Energiepflanzenproduktion und Sonnenstromproduktion. Ja, wir müssen dahin kommen, dass es da Lösungen gibt. Da wird sich ja auch noch sehr viel passieren die nächsten Jahre, aber im Moment haben wir schon so eine gewisse Goldgräberstimmung, auch bei den Eigentümern natürlich. Ja, diese Pachtpreise, die da zum Teil aufgerufen werden oder geworden sind, ja, es ist jetzt zum Glück auch ein bisschen ruhiger geworden, weil die Netzeinspeisung oft das Problem ist, dass es gar nicht so schnell geht, wie die Leute sich das vorstellen, die Realisierung. Aber klar ist, ich kann das mit klassischen Ackerbaukulturen, diese Wertschöpfung nicht runterwirtschaften. Ja, also ich kann meinem Verpächter nie den Deckungsbeitrag bezahlen, den er mit einer Vermietung von Fläche für PV bekommt. Ja, das, ja und Raps, Weizen, Gerste nicht. Ne? Nee. Mit dann muss Spargel das und Erdbeerflocken. Und dann die hochpreisigen Kulturen. Ja, das ist so. Jo, spannend. Was wäre dir noch wichtig mitzugeben? Ich habe jetzt gerade so mal ein bisschen geschaut, also meine Fragen sind schon fast alle abgearbeitet. Ach so, ich bin ja so, manchmal bin ich so ein Visionär, dann denke ich, naja, das packen wir jetzt alles zusammen. Ja. Wir machen also Agri-PV. Da haben wir schon mal ein bisschen Strom. Früher hat man ja auch 10% der Fläche für die Pferde gebraucht. Ja. Das machen wir jetzt mit der Agri-PV, machen wir Strom, dann haben wir so kleine Trecker, so mit 100 kW. Die sich da immer wieder bedienen können mit dem Strom. Also wenn die dann wieder voll sind, fahren sie wieder los. Und die haben dann vielleicht so ein rotierendes Ding da hinten hinter, was alle paar Sekunden andersrum läuft. Dann geht das auch ganz lange gut. Dann ist das relativ betriebssicher. Also das habe ich eben noch vergessen. Wir können das auch in beide Richtungen laufen lassen. Spielt keine Rolle. Damit die Betriebssicherheit da ist. Und dann schneiden wir da oben ganz bisschen ab und machen ganz wenig Bodendruck. Eine leichte Maschine, keine großen Gewichte. Und die automatische Maschine fährt ja auch die Masten nicht kaputt.
Und irgendwann nehmen wir Saatgut mit und dann sehen wir was und dann ernten wir was. Und dann haben wir ja, also Dünger brauchen wir natürlich noch. Dünger. Und dann aber mit der Maschine könnte man auch ein bisschen hacken. Mit der rotierenden Maschine könnte man auch irgendwann hacken. Dass wir also vielleicht so ein Null-Input-Feld haben. Ja, aber die Frage hätte ich noch. Aber wenn dann, naja, von so einem Hektar dann 5 Leute leben können, dann wäre das ja schon, dann wäre das ja klasse. Wenn wir dann den Kredit auch noch bedienen können bei der Bank. Ja, aber wenn wir dann in so eine Richtung eines energieautarken Systems kommen, ja, dass diese, ja, man spricht hier auf der Messe von Schwärmen, ja, von so kleinen Maschinen, dass die von mir aus morgens, wenn die Sonne aufgeht, zum Laden hinfahren, an den Masten, ja, oder ein paar Masten, den Laden, wenn er voll ist, fährt er wieder weiter, da fährt abends dann weiter und die Sonne wieder runtergeht, ja, so dass wir das auch auf der Fläche eigentlich schon autark hätten, ja, das ist, wäre ja schon so eine Wunschvorstellung, wo jeder Landwirt auch mitgehen könnte, denke ich mal. Ja. Und sag mal, diese Lösungen, die du gerade beschrieben hast, sind ja dann auch, das ist ja nichts, wo ich jetzt eine gewisse Größe brauche, sondern ich brauche pro Einheit eine Größe, ja, und dann kommt halt der nächste Schritt, das ist wie beim Melkroboter, ja, das sind so 60er Schritte, ja, und bei der Fläche könnte es ja ähnlich sein, ja, und dann ist es auch nicht so wichtig, ich brauche einen großen Betrieb oder ich brauche ganz viel Fläche arrondiert, sondern ich kann dann, was weiß ich, wenn ich da 40, 50 Hektar habe und da 40, 50 Hektar, das ist halt eine individuelle Einheit. Ja. Wir reden hier auf der Messe, egal fast mit wem ich spreche, über Arbeitskräftemangel. Ja. Ob wir das wollen oder nicht, diese autarken Systeme werden über kurz oder lang kommen, weil die Arbeitskräfte nicht mehr verfügbar sind in vielen Bereichen. Ja. Also, was mir Betriebe berichtet haben heute Morgen aus Ostdeutschland oder aus Osteuropa auch überall das selbe Problem. Ja, wir bekommen die Arbeitskräfte nicht. Wir müssen nur aufpassen, also Smart Farming, weil ist aber so ein großer Begriff. Gestern sagte mir so ein Roboterhersteller, naja, also wenn irgendwas hier nicht smart ist, dann ist das ein Roboter. Der macht nur das, was der Bauer ihm sagt. Und wir dürfen uns als Landwirte dürfen uns dann nicht so erübrigen, dass wir alle Entscheidungen jetzt auch nicht mehr fällen, wenn das KI auch sagt, heute grubbern, morgen drill. 2 Zentimeter tief. Nee, also da bin ich auch weit weg. Weil dann steht ja irgendwann Lidl und Aldi an dem Robby, weil dann können die das selber. Dann brauchen die den Bauer nicht mehr. Und dann ist, das darf nicht sein. Also. Nee. Also das sollte so auch nicht rüberkommen. Ja. Das wäre auch für mich so der Albtraum Landwirtschaft, ja, wenn ich nicht mehr draußen am Feld bin. Aber es gibt einfach diese Strukturen, wo Rohstoff produziert wird, ob das Getreide ist oder was weiß ich was, ja, die müssen ja irgendwie klarkommen. Mit einer reduzierten Arbeitskraftsituation. Aber ich bin ja selber in meinem Betrieb auch eher den gegenteiligen Weg gegangen. Ja. Ich hatte auch mal 2 festangestellte Mitarbeiter, mache es heute wieder allein mit Aushilfskräften. Ja, sonst wäre ich heute auch nicht hier. Aber ist für mich wesentlich wichtiger, dass ich draußen am Feld bin, wenn Aussaat ist, wenn Ernte ist, dass ich das selber auch noch sehe. Ja, wir können ganz vieles digitalisieren, das ist alles möglich, aber im Moment fehlt ja ein bisschen das Zusammenführen der Daten zu sinnvollen Lösungen dann auch wieder. Ja, wir erfassen ja Daten ohne Ende. Ja, und bekommst dann aber nicht mehr oder selten wieder als PS auf dem Boden für die nächste Entscheidung, die ich auf dem Feld mache. Ja. Ja, der Smarte muss immer noch der Bauer sein, ja. Der dann letztendlich sagt, wie machen wir es, wie machen wir es nicht. Ja, mir ist vorhin spontan noch eine Frage eingefallen, weil du es angeschnitten hattest, das Thema Hacken. Wäre ja mit der Technik eigentlich auch prädestiniert für Reinkulturen. Oder selbst mit diesem schmalen Teller könnte ich sogar ein Getreide mitfahren, oder? Genau, wir haben schon erste Gehproben gemacht, also auch dann wieder in unserer Sonderkultur, Erdbeere. Da gibt's mitunter so ein Anspruch, dass man unter der Kultur, die da langsam reift, die Triebe kommen so ein bisschen zur Mitte der Pflanzen rein, dass man da drunter nochmal herhackt. Also in den Bestand. Und das, weil wir ja dann einen senkrechten Stiel haben und dann rechts und links davon eine Arbeit machen können, die wir auch sehr langsam machen können. Also wenn da überall Erdbeeren rumhängen, dann darf man nicht schnell fahren. Und wenn man mit einem Hackschar nur 2 km/h fährt, dann macht das eigentlich so eine dolle Arbeit. Aber mit der Scheibe sind wir dann wieder in der Lage, also auch bei ganz niedrigen Geschwindigkeiten, wenn es die Kultur erfordert, irgendwie einen Erfolg hinzubekommen. Wir haben also auch schon im Biobereich probiert, in einer
Kultur, in einer Zwischenfrucht, war eine Zwischenfrucht, die war jetzt aufgewachsen, da gab es Distelnester in der Zwischenfrucht. So, und wenn wir dann in diese Distelnester reinfahren, wir können dann ja 4-5 Zentimeter tief arbeiten, da sind ja die Distelwurzeln auch noch präsent. Und wenn wir dann langsam fahren, dann können wir die einfach abschneiden. Wir schneiden einfach durch den Bestand durch, fahren ganz langsam, wir stören die Zwischenfrucht da oben, die jetzt vielleicht 3-4 Zentimeter tief gekeimt ist, die stören wir natürlich, aber die stören wir nicht so schlimm, dass er nicht mehr weiter wächst. In dem Moment ist es ja, naja, Unkraut würde ja auch weiter wachsen. Warum sollte die Zwischenfrucht nicht weiter wachsen? Aber diese Distel, die hat schon mal einen abbekommen, und wenn wir das 6 Wochen später nochmal machen, oder 4 Wochen, wenn die Zwischenfrucht es noch zulässt, dann können wir, also Disteln sind ja gerade im biologischen Bereich ganz was Böses, die muss man aber nur mehrfach packen und oft reicht die Zeit nicht, weil wenn wir in der Kultur, in dem Bestand mit so einem Messer irgendwas anstellen können, da gibt es noch, ich denke, dass auch wenn die Maschine erstmal so ein bisschen übers Land gestreut ist, dann lassen die Leute sich alles Mögliche einfallen. Wer weiß, noch alle kommen. Einer wollte neulich schon Zwiebeln damit ernten. Er sagte, ja, schön flach unter den Zwiebeln her, da brauchen wir noch einsammeln. Wer weiß. Eben. Das ist ja erst der Anfang. Genau. Der ist hier gesetzt und ja, sehr spannend. Hermann, vielen Dank. Ja, ich denke, wir machen hier mal einen Cut und wer weiß, vielleicht sitzen wir in 2 Jahren wieder hier und unterhalten uns über das, was passiert ist, ja, kann genau sein. Ja. Genau, vielleicht ist in 2 Jahren die Scheibe dreieckig und dann haben wir wieder ein neues Thema. Genau. Super. Vielen Dank dir. Ja, ich danke. Alles Gute, viel Erfolg euch als Firma und dir persönlich natürlich auch. Viel Gesundheit. Mach's gut. Okay, schöne Zeit. Ja. Tschüss. Ciao. Das war's schon wieder für heute. Danke, dass du dabei warst bei Boden und Leben, dem Podcast rund um 20 Zentimeter, die die Welt ernähren. Wenn du mehr über mich, uns als Familie und unseren Betrieb erfahren möchtest, dann abonniere diesen Podcast, folge mir auf Instagram unter michael.reber und abonniere unseren YouTube-Kanal Innovative Landwirtschaft Reber @michael.reber. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine fruchtbare Woche.